der YouTuber, Blogger und Instagrammer an der Kosmetik ist sehr groß. Dieser Beauty Brass Blogger Event ist eine gute Plattform, um mit Ihnen über viele Themen zu sprechen, zum Beispiel die Wirksamkeit der Produkte oder die richtige Anwendung. Super, macht Spaß, ja. So interessante Leute, interessante Themen. Schön, Beauty Brass ist ja immer mit vielen Marken und man kann vieles Neues entdecken. Das gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Ja, ich finde es super spannend. Es sind sehr, sehr viele neue Marken auch da, die ich noch nicht kannte. Und ich finde die Abwechslung eben gut, die hier geboten wird. Also ich bin begeistert, ja. Ich bin schon das dritte Mal hier und es ist immer wieder was Neues, spannend, neue Brands kennenzulernen. Mega, also ich liebe es, hier hinzukommen. Es ist immer so schön. Schönheit und Wohlbefinden sind grundlegende Bedürfnisse der Menschen. Kosmetische Produkte tragen dazu bei, sich jeden Tag gepflegt und wohlzufühlen. Jeden Tag Veränderung, sich neu entdecken. Ja, ich kann anders sein, jeden Tag. Die Pflege ist super wichtig, aber eben auch, dass man mit zum Beispiel dekorativer Kosmetik super viel spielen kann. Sich besser zu fühlen, besseres Gefühl zu geben. Kosmetik ist für mich immer verbunden mit Wellness, sich wohlfühlen, sich gut fühlen, was für sich tun. Das ist mein Yoga. Ich erhole mich damit eigentlich. Dabei haben die Sicherheit und Wirksamkeit von Kosmetika für die Kosmetikhersteller einen sehr hohen Stellenwert. Verbraucher können Kosmetikprodukte ohne gesundheitliche Bedenken anwenden. Es muss einfach nur für mich und meine Haut funktionieren. So einfach ist es. Ja, es muss auf jeden Fall halten, was es verspricht, ne? Und es muss sich gut anfühlen, es muss gut riechen. Was mir halt besonders wichtig ist, dass das die Versprechen, die gegeben wurden, sind, auch wirklich passieren. Also das, was auf der Verpackung steht, dann wirklich eintritt und meiner Haut auch einfach gut tut. Sonnenschutzmittel schützen die Haut vor den gefährlichen Strahlen der Sonne. Am Beispiel von Aufnahmen mit einer speziellen UV-Kamera können sich die Blogger hautnah davon überzeugen, wie effektiv Sonnenschutzmittel wirken. Das beste Anti-Aging ist und bleibt guter Sonnenschutz. Ich bin da sehr verfechtend. Also ich benutze Sonnenschutz im Winter und im Sommer, auch immer unter Make-up. Produkte ohne LSF kommen für mich gar nicht in Frage. Sehr wichtig und ich bin auch überrascht gewesen, wie das jetzt gewirkt hat. Sonnenschutz ist sehr wichtig. Ich achte mal darauf, dass in den Tagescremes Lichtschutzfaktor ist, dass ich das halt unter dem Make-up halt habe. Ja. DEKW. Kompetent, offen und transparent.